Ich wusste, dass Krieg war. Aber hier gab es eine Schule und einen Mitbruder, den ich nicht allein lassen konnte. Es war Krieg. Die Kinder und Waisen brauchten jemand, der sich um sie kümmerte. Damals, 1996, als ich hierher kam, war eine Junta an der Macht. Rebellen und Regierungstruppen gemischt. Ja, es gab Gründe, Angst zu haben, aber es gab ein Minimum an Demokratie. Es gab einen Präsidenten und eine Regierung, aber dann kam das Ende der Welt. Der Krieg war lange, von 1991 bis 2002. Und dann die Vorstellung, Land zu erobern, indem man den Menschen die Hände und Arme abhackte und sie auf nie gesehene und zunehmend durchdachte, grausame und unmenschliche Art und Weise tötete. Es war barbarisch, bis zum Extrem barbarisch. Sie nahmen mich gefangen und brachten mich in ein anderes Dorf, wo sie mir die Hände amputierten. Sie ließen mich im Busch zurück. Ich ging 15 Meilen blutend, bis ich um 10 Uhr nachts medizinisch versorgt wurde. Sie hatten mir meine Hände morgens um 7:30 amputiert. Hier sieht man die Narbe, denn sie wollten mir den Hals abschneiden. Aber Gott sei Dank, ich überlebte und konnte meine Kinder wiedersehen. Die ersten Amputierten sah ich in Makeni. Ihre Traurigkeit hat mich überwältigt. Diese hochgereckten Stümpfe, um den Blutfluss zu stoppen. Ihre Tränen und ihre Hilferufe haben mich getroffen. Ich war in der Kirche und feierte die heilige Messe. Ein Junge, Jenko Sise, kam in die Kirche, als ich gerade predigte. Er hatte keine Hände. Ich werde ihn und seine Bitte nie vergessen, ihm bei einer simplen Sache zu helfen. Ich kann nicht Pipi machen. Schrecklich. Unmenschlich. Eine Mutter kam mit ihrer 6 Jahre alten Tochter, ohne Hand, immer noch bandagiert zu mir. Ich konnte es sehen, auch der Mutter war eine Hand amputiert worden. Sie erzählte mir, sie haben die Hand meiner Tochter den Hunden vorgeworfen. Das war etwas jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich war 8 Jahre alt, als die Rebellen unser Dorf angriffen. Sie wollten meinen Vater vor meinen Augen töten. Deshalb begann ich zu schreien, obwohl sie mich zwangen, nicht zu schreien. Sie gossen mir geschmolzenes Plastik in meine Augen und seither kann ich nicht mehr sehen. Der 10 Jahre andauernde Bürgerkrieg in Sierra Leone war einer der blutigsten in den letzten Jahren. Nie gesehene Grausamkeit, Verstümmelungen und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Zivilisten wurden als Geisel genommen und Kinder wurden mit Gewalt zu den bewaffneten Kräften gezwungen. Über 50.000 Menschen starben. Eine 500.000 Einwohner musste aus ihren Häusern fliehen. Der Krieg hinterließ 1.227 von der Revolutionary United Front Verstümmelte zurück. Nur ein Sechstel der RUF-Rebellen überlebte. Die reiche Diamantenwirtschaft war am Boden und Sierra Leone lange Jahre an 179. Stelle und deshalb an letzter auf dem Index der menschlichen Entwicklung. Die Kindersoldaten repräsentieren die andere Seite der Medaille. Sie waren geschickt im Töten. Sie verbrannten Menschen in Autos bei lebendigem Leib und all das. Sie waren Opfer, bevor sie zu Tätern wurden.
Opfer der Gewalt, grausamen, unmenschlichen Ausbildung. Jungs, die so gern gespielt hätten, hätte man es ihnen erlaubt. Sie wollten lachen, nicht töten. Doch jemand lernte ihnen, Krieg zu führen und ein Killerspiel zu spielen. Ich glaube, dass die Gewalt durch die Überzeugung kam, dass sie mit Diamanten, Macht und Geld alles haben könnten, ihre Träume wahr würden. Gewalt war auch eine Frucht der Drogen. Sie gaben den Kindern Drogen und nahmen sie auch selbst. Ich war 9 Jahre alt und lebte bei meiner Familie. Die Rebellen griffen mein Dorf an. Sie nahmen mich in ihr Lager mit. Ich wurde als Kindersoldat ausgebildet und kämpfte im Krieg. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war sehr klein. Sie töteten meine Mutter, meinen Vater und gaben mir eine Menge Drogen. Ich musste viele Menschen töten. Töten, Häuser anzünden, Hände abhacken. Ich wurde mitgeschleift und dazu gezwungen. Wenn du das nicht machst, wirst du getötet. Wenn ich eine Waffe habe, kann ich haben, was ich will. Wenn ich eine Frau will, sage ich, ich will sie. Wenn du von Leuten essen willst, dann habe ich meine Waffe. Das ist Krieg. Krieg ist nicht gut. Sie haben viel in meinem Leben kaputt gemacht. Sie haben meine Erziehung und meine Zukunft zerstört. Ich fühle mich nicht gut dabei, so viele Menschen umgebracht zu haben. Manchmal träume ich von ihnen. Sie umringen mich. Ich habe viele, viele Probleme in meinem Kopf. Sie haben mich benutzt und missbraucht. Denn damals, als ich ein Kind war, hätte ich in die Schule gehen sollen. Damals, wo ich ein Kind war, hätte ich bei meiner Familie sein sollen. Jetzt habe ich 3 Kinder. Das ist mein Sohn und das ist der andere. Der Kleine heißt Fabrizio, deshalb bin ich glücklich. Ich möchte nicht, dass meinen Kindern das widerfährt, was ich erlebt habe. Davon träume ich. Ich träume davon, dass ich meine Kinder in der Zukunft so aufziehen kann, dass sie nicht wie ich werden. Sie sagten, wir sollten mit keinem Mitleid haben. Dann fingen wir an zu kämpfen. Das ist nicht Saidu, das ist Isko. Hände abzuhacken, zu töten. Ich weiß aber, dass es letztlich nicht meine Schuld war. Deshalb glaube ich, dass Gott mir das nicht vorwerfen wird. Denn es war nicht meine Schuld. Pater Bertone ging, um mit den Rebellenführern zu sprechen, weil er Priester war. Danach sagten die Rebellenführer, okay, nehmen Sie die Leute mit in die Stadt. Er hat mein Leben verändert, er betete für mich, jeden Tag in der Kirche. Eines Tages blieb ich auf dem Gelände bei Pater Bertone und ich traf dort jemand. Sie fragte mich, erinnerst du dich an mich? Du hast meinen Vater umgebracht. Ich musste um Vergebung bitten. Bitte, es war nicht meine Schuld. Während des Bürgerkriegs wurden Kinder von 4 bis 16 Jahren entführt, um zu kämpfen. Es wird geschätzt, dass zum Ende der Kämpfe 30% der Soldaten unter 15 Jahre alt waren. Nahezu alle entführten Mädchen wurden sexuell missbraucht. Im Januar 1999 wurden auch Pater Maurizio Boa und Pater Giuliani Pini von den Rebellen als Geisel genommen. Sie verhörten uns bei Nacht. Sie zeigten uns die brennenden Städte bei Nacht und brachten uns in die Spitäler, um uns zu Tod mit verstümmelten Gliedmaßen. Sie sagten, wir bringen sie nicht um, das tun die Nigerianer. Als ob wir dumm wären und nicht wüssten, was da abging.
Später, als die Nigerianer einen Gegenangriff unternahmen, wurden wir befreit. Wir wurden jedoch für Söldner gehalten und litten wieder unter der Gewalt. Es war ein Versehen, aber wir litten unter der Gewalt aus erster Hand. Durch die Gefangenschaft konnte ich einen tieferen Einblick in die Kultur der Menschen gewinnen. Ich wurde als einer von ihnen akzeptiert, denn ich musste das Gleiche wie sie durchmachen. Mitten im größten Schmerz, dem großen Leid und der Gewalt sah ich doch etwas Gutes aufkeimen. Was der André in seinem Lied singt, ist wahr. Nichts wird geboren aus Diamanten, Blumen wachsen im Dreck. Guten Morgen alle zusammen. Willkommen. Welches Fest feiern wir heute? Christus den König. Das ist das Fest. Guten Morgen, Kirche. Warum ich Christus als meinen Retter angenommen habe? Wir alle wissen, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und dann verbot er Adam und Eva, vom Baum zu essen. Später gehorchten sie Gott nicht. Deshalb vertrieb sie Gott aus dem Garten. Wenn unser Erlöser nicht gekommen wäre, hätten wir Gott nicht getroffen und mit unserem Herrn Jesus Christus nicht von Angesicht zu Angesicht sprechen können. Ich lief aus meinem Dorf weg und kam mit meinen Eltern und meiner Familie hierher. Die Rebellen kamen und griffen das Dorf an. Sie töteten die Leute. Wir konnten nichts von unseren Sachen mitnehmen. Alles wurde niedergebrannt. Selbst das Haus wurde niedergebrannt. Wir gingen zu Fuß, weil es kein Auto gab. Wir brauchten einen Monat, um zu dieser Gemeinde zu kommen. Ich wurde von den Rebellen gefangen genommen. Gott sei Dank konnte ich fliehen. Wir standen in einer Reihe und dann schnitten sie die Hände ab. Es war schrecklich. Ich war erst 14 Jahre alt. Nach dem Krieg sagten sie, wir vergessen einfach alles. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, zu vergessen. Aber wir können ihnen vergeben. Wenn wir uns rächen, wird der Friede, den wir suchen, niemals kommen. Deshalb müssen wir vergeben, die Rache vergessen und so